Das Jahr 2023 war ein ganz besonderes Jahr, nicht nur für mich persönlich oder für den Kanal hier, sondern eben auch für die gesamte GTA-Szene und die gesamte Gaming-Szene eigentlich. Denn mit dem Trailer von GTA 6 hat Rockstar Games das wohl lang ersehnste Spiel überhaupt angekündigt. Gleichzeitig haben sie damit aber nicht nur eine neue Ära gestartet, sondern eben auch eine ältere beendet oder den Anfang vom Ende eingeläutet. Und zwar den Anfang vom Ende von GTA Online. Denn spätestens mit dem Release von GTA 6 Online wird natürlich GTA 5 Online vorerst zumindest uninteressant. Deswegen sprechen wir heute mal über zwei Dinge. Einmal einen kleinen Jahresrückblick über 2023 und wir werden dazu noch darüber sprechen, was wir uns jetzt in den letzten 1,5 Jahren von GTA 5 Online von Rockstar Games wünschen würden. Viel Spaß dabei! Kiffler, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie eben gerade schon im Intro gesagt, das Jahr 2023 ist einfach zu Ende und es war ein absolut krankes Jahr. Ich weiß nicht, wir können ja mal ganz kurz so ein bisschen durchgehen, was wir dieses Jahr alles zusammen erlebt haben. Erstens, ich war in L.A., der Stadt von GTA 5 und durfte mir jetzt alles mal im Real Life anschauen. Da habe ich euch auch mitgenommen in diverse Instagram-Stories oder Livestreams auf Twitch und das war wirklich ein Erlebnis. Oh mein Gott, es wird ein Highlight in meinem Leben bleiben, denn diese ganzen Sachen, die man über die Jahre jetzt hier, ich mache 8 Jahre Videos zu GTA 5 und Sachen, die man hier tagtäglich über Los Santos erfährt und damit auch über L.A. mal im echten Leben zu sehen, es ist wirklich krass und hat es war einfach nur unbeschreiblich. Dann war die Gamescom im Sommer. Ich konnte richtig viele Leute von euch kennenlernen, habe neue YouTube-Kollegen auch mal im Real Life getroffen. Das war wirklich eine Erfahrung, wie jedes Jahr eigentlich ein absolutes Highlight. Kurz darauf hatten wir unsere Sommer-LAN-Party mit Raik und Philipp zusammen, zwei Moderatoren bzw. Wölfchen, kennt ihr wahrscheinlich aus Streams. Hier bei mir zu Hause haben wir einfach mal 24 Stunden zusammen gezockt. Auch das war extrem witzig. Dann direkt darauf Battle of the Socials. Das erste größere Influencer-Event, wo ich auch vertreten war bzw. da war und es war einfach auch ein sehr cooler Nachmittag bzw. die Aftershow-Party. Oh yeah, die war wild. Und dann ging es auch schon direkt los mit Halloween-Special, mit der Alien-Basis. Oh mein Gott, haben wir da viel spekuliert und war das nicht ein Highlight für Anton, das Alien? Dann hatten wir die GTA 6 Leaks, die ganze Zeit durch die Decke gegangen sind und dann letztendlich natürlich auch den GTA 6 Trailer bzw. die GTA 6 Ankündigung. Und erinnert ihr euch noch, wie einfach alle vorher gesagt haben, als Rockstar Games gesagt hat, ja, da und da kommt ein Trailer und da gab es diese ganzen Hater, das wird der Trailer für ein GTA Online Update, das wird kein GTA 6 und bam, war es da. Ach, war es eine Genugtuung. Nee, aber dieser Trailer, es war einfach zu krass. Ich habe das Ganze sogar verschlafen. Ich habe einfach geschlafen 2 Minuten, bevor der Trailer rauskam, da wurde er geleakt. Es war wirklich oh mein Gott, es war wirklich heftig. Und dann hatten wir noch das Winter-Update, das Chop-Shop-Update, wo wir bis zur letzten Sekunde nicht mal wussten, wie das Update überhaupt heißen wird. Beziehungsweise wir wussten es auch nicht eine Sekunde vorher. Wir wussten es erst, nachdem wir auf der Webseite von dem Update waren. Weil Rockstar Games hat es angekündigt, dann kam der GTA 6 Trailer und danach kam einfach keine Info mehr von Rockstar Games über das Update. Wir hatten wirklich gar keine Ahnung, was uns erwartet. Niemand hatte Erwartungen daran gehabt, aber am Ende des Tages, muss man sagen, war das Update wirklich, wirklich gut. Ich meine, wir haben diese ganzen 5 Mini-Heists, wir haben die Drift-Rennen, wir haben noch Heists, die uns in Zukunft erwarten werden, mit zum Beispiel den Hellfire-Polizei-Version und so weiter und so fort. Also, das ist wirklich einiges, was uns hier noch erwartet und man muss sagen, insgesamt war das Update deutlich besser als zunächst erwartet. Tja, und zu guter Letzt hatten wir jetzt natürlich noch das Xmas Special, das Weihnachtsspecial in GTA Online, was auch größer ausgefallen ist als jemals zuvor und auch damit natürlich extrem nice war. Wir haben dieses Jahr aber nicht nur diese Events miterlebt, sondern wir haben auch neue Projekte gestartet und durchgezogen. Wir haben The Crew Motorfest gespielt, ein komplett neues Spiel, was bei euch auf Twitch übel gut ankam. Assassin's Creed, genauso nice. Und auch Dinge in Bezug auf GTA haben wir verbessert. Zum Beispiel, wir haben eine gigantische GTA 6 Bibel zusammen mit meinen Mods, zusammen mit meinem Team erstellt und für euch entwickelt. Und dieses Dokument hat inzwischen über 100 Seiten mit allen Infos zum GTA 6 Leak zu GTA 6, zum Trailer, eine heftige Trailer-Analyse und so weiter. Und auch das hat sich, glaube ich, extrem gelohnt. Für die Leute, die jetzt so ein bisschen, ich würde mal sagen, naja, in Statistiken sind, hier vielleicht nochmal ein paar Statistiken. Und ich muss dazu sagen, ich war ein halbes Jahr im Ausland. Und das bedeutet, diese Statistiken hier beziehen sich eigentlich nur auf die zweite Jahreshälfte. Wir haben 2023 auf diesem Kanal 4,6 Millionen Aufrufe gemacht. Wir haben eine Wiedergabezeit von 166.000
Stunden erreicht, 6000 neue Abonnenten dazu gewonnen und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Wir haben Rekorde gebrochen, wie zum Beispiel die meisten Aufrufe innerhalb von 48 Stunden, hatten wir rund um die GTA 6 Trailerzeit mit 280.000 Aufrufen innerhalb von 48 Stunden, also das ist wirklich extrem. Warum sage ich euch das? Naja, nicht um zu flexen oder so, sondern um einfach zu zeigen, wie krass das Potenzial noch in der GTA-Community steckt und wie gerne ich hier meinen Job mache, beziehungsweise mit euch diese Community habe. Wir haben vor ein paar Tagen unsere Weihnachtsfeier mit meinen Moderatoren, meinem Team gehabt und da haben wir auch darüber gesprochen, dass uns kein anderer GTA-YouTuber einfällt, weder in Deutschland noch im internationalen Raum, der solch eine krasse Community hat, wie wir es haben. Denn ich mache nicht nur hier meine Videos für mich selber und stream ab und zu, sondern wir haben ein krasses Team außenrum. Auch Leute, die nicht gar nicht mal so genau im Team sind, sondern einfach nur Zuschauer, die unseren Kanal, unser Projekt hier, unsere Community supporten wollen und uns helfen bei der GTA 6 Bibel, sich den ganzen Tag von morgens bis abends mit hinsetzen, alles analysieren, rausschreiben, Bilder, Screenshots machen und so weiter und so fort, die in Updates dabei sind, die uns unterstützen mit Moderationstools und so weiter und so fort. Und das ist nicht selbstverständlich und da muss man halt sich auch einfach mal für bedanken. Dementsprechend vielen, vielen herzlichen Dank an alle Leute, die diesen Kanal hier unterstützt haben, die einfach nur Teil dieser Community sind und im Jahr 2023 Bestandteil unserer riesigen Reise auf YouTube waren. Aber 2023 ist natürlich nicht das Ende. Es ist eher der Anfang von einer neuen Ära, von der GTA 6 Ära. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, ey, was muss eurer Meinung nach noch in dem letzten Jahr GTA Online ins Spiel kommen, damit Rockstar Games ein gebürtiges Ende findet. Ich habe nicht alles jetzt mit ins Video genommen, aber ich habe mich mal inspirieren lassen von Sachen, die ich für realistisch halte oder die ich extrem geil fand. Und das hier sind ein paar Ideen. Das erste ist, Rockstar Games sollte eine Option reinbringen, ist zwar nur klein, aber trotzdem fein, dass man bei Tuning-Treffen, wenn man sein Auto abstellt, die Reifen eingeschlagen lassen kann. Denn aktuell ist es ja so, sobald ihr aus dem Auto aussteigt, werden die Räder gerade gestellt. Und das, ja, ist halt schon lange so, aber durch ein paar Tricks kann man das ja auch umgehen. Aber wie wäre es denn, wenn Rockstar Games einführen würde, dass man die Räder eingeklappt lassen kann? Ist eine Kleinigkeit, aber sieht zumindest bei Tuning-Treffen und wenn man Screenshots macht und so ein bisschen in der Rockstar-Editor-Szene ist, extrem cool aus. Anschließend würde ich mir wünschen, dass man Fahrzeuge, die man aktuell bei Arena War nur extrem schwer bekommen kann, zum Beispiel den Space Docker oder den rostigen Traktor, einfacher und realistischer bekommen kann durch irgendwelche Aktionen. Zum Beispiel, dass man in der Alien-Basis einbrechen muss und dann kann man da den Space Docker rausklauen oder so. So ein richtig episches Ende, das würde ich sehr, sehr feiern. Dann, dass man die Double Bags, also die Umhängetaschen, nicht nur in Missionen tragen kann oder sich rausglitscht, sondern auch in Anführungszeichen legal auf seine Charaktere anziehen kann. Das wäre auch eine sehr nice Sache. Außerdem würde ich mir einen North Yankton Heist wünschen. Oh mein Gott, wäre das krass. Denn GTA 5 hat in North Yankton begonnen. Erinnert ihr euch noch in der Story? Und wie heftig wäre es denn, wenn es da auch enden würde? Oh mein Gott, das wäre so krass. Und zu guter Letzt, und hat mich auch jetzt jemand auf Instagram draufgebracht, und das halte ich eigentlich für eine sinnvolle Sache, dass man seine Immobilien verkaufen kann. Denn aktuell ist ja so, habt ihr euch einmal eine Agentur gekauft, dann könnt ihr die nicht mehr verkaufen. Ich meine, ihr könnt das Ding verlegen und dann bekommt ihr eventuell noch ein bisschen was erstattet, aber ihr könnt keine komplette Immobilie verkaufen. Und das kann den einen oder anderen dann doch ein bisschen nerven, weil man zum Beispiel die Arena loswerden will, die halt einfach unnötig ist. Das also nur mal so als kleinen Ausblick darauf, was wir uns hier als Community wünschen würden. Es wurde doch deutlich mehr eingeschickt, aber in meinen Augen waren das so die realistischsten Sachen, beziehungsweise die epischsten Sachen, die ich jetzt auch mal hier im Video ansprechen wollte. Was ist deiner Meinung nach noch absolut notwendig jetzt in den letzten 1,5 Jahren GTA Online? Schreib's mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen guten Rutsch in das neue Jahr 2024. Ich hoffe, euer letztes Jahr war erfolgreich, war so, wie ihr es euch vorgestellt habt und ihr habt neue Vorsätze für 2024, welche euch auch in Erfüllung gehen. Insofern vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an alle Leute, die dieses Jahr diesen Kanal hier so krass supportet haben, die mit dabei waren auf unserer Reise und jetzt die neue Epoche rund um GTA 6 miterleben werden. In dem Sinne noch ein letztes Mal für dieses Jahr. Meine Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut, hau rein, bis bald und ciao, peace.